Шановні пані та панове, дорогі друзі, я дуже радий бути тут сьогодні з вами і вітати вас від Австрії. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Kulturcafés, ich bin sehr glücklich, Sie heute hier aus Österreich begrüßen zu dürfen, aus Niederösterreich, südlich der Donau, von einem ganz markanten Punkt, nämlich dem Braunsberg bei Hainburg. Wir sehen, wenn wir von diesem Hügel hinunterblicken, sowohl Bratislava, die slowakische Hauptstadt, als auch die Hausberge von Wien, hier südlich des Donaulaufs, und hinter mir das wunderschöne Machfeld und den Nationalpark Donauauen. Diese Region Niederösterreichs zwischen Wien und Bratislava hat sowohl kulturell als auch als Naturerlebnis sehr viel zu bieten. Hinter mir sehen wir den Nationalpark Donauauen, die wunderbare Donau, die sich hier frei entfalten kann, und auch die Donaubrücke, die das nördliche Machfeld mit dem südlichen Teil verbindet. Für die Wiener bedeutet dieses Gebiet und der Nationalpark Donauauen eine wunderbare Landschaft, die in Wien beginnt, sich bis Bratislava zur Machmündung fortsetzt, an Naturerlebnis mit vielfältigster Fauna und Flora. Südlich der Donau erstreckt sich eine ganz einzigartige Landschaft bis hinunter ins benachbarte Burgenland und Neusiedlersee, und hier, wenn wir Richtung Osten schauen, sehen wir die slowakische Hauptstadt Bratislava nicht mehr als 20 Minuten von diesem Braunsberg entfernt. Nur wenige Fahrminuten vom Braunsberg entfernt Richtung Westen befindet sich das antike Römerlager Carnuntum, und wir befinden uns hier vor dem Wahrzeichen Carnuntums, dem Heidentor, das im 4. Jahrhundert nach Christus als Monument des Sieges errichtet wurde und der Kaiser Konstantin wahrscheinlich nach einem seiner siegreichen Feldzüge gegen die Germanen. Carnuntum entstand im 1. Jahrhundert nach Christus als militärische Wehranlage zur Abwehr der Germanen im Norden, hier am Donaulimes, der Grenze war des Römischen Reiches zum wilden Norden, zu den Barbaren. Und es siedelten sich nach und nach auch zivile Bevölkerungsteile an, und Carnuntum lag auch an der Handelsstraße zwischen Ost und West und Nord und Süd und entwickelte sich zu einer Hauptstadt Oberpannoniens mit bis zu 50.000 Einwohnern. Die römischen Befestigungsanlagen am Donaulimes, vom Ursprung der Donau bis ins Schwarze Meer, dienten der Sicherung der politischen, militärischen und auch wirtschaftlichen Festigung des Imperium Romanum, waren aber auch jene Grenzen, an die Kultur und soziales Leben gebracht wurde und sich entwickeln konnte. Der österreichische Teil des Donaulimes, etwa 360 Kilometer Donau, umfasst 22 Komponenten, architektonische Bauwerke aus der Römerzeit, und alle jene Bauwerke vom Donauursprung bis in die Slowakei wurden am 30. Juli 2021 auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Im Amphitheater der zivilen Stadt Carnuntums hatten 13.000 Zuseher Platz. Es gab noch ein zweites, größeres Amphitheater in der Militärstadt Carnuntums. Die Römer brachten an die Grenzen ihres Reiches auch Kultur und soziales Leben, Kanalisation, Bewässerungsanlagen, die Thermen, Latrinen, Fußbodenheizungen und auch den Weinbau. Die Römer haben den Weinbau nicht selbst erfunden, sondern von den Griechen und Etruskern erlernt und dann in ganz Europa verbreitet innerhalb der Grenzen ihres Reiches, bis nach England und im heutigen Österreich bis in die Wachau und auch hierher nach Carnuntum. Der Wein war kein Alltagsgetränk im antiken Rom, sondern religiösen Festen vorbehalten und wurde nur zu besonderen Anlässen getrunken und meist mit Wasser verdünnt. Nur die Barbaren tranken den Wein pur und unverdünnt. Aus der Vergangenheit, dem Römischen Reich,
sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen, in Arbestal, auf Einladung der Familie Böheim. Und ich danke sehr herzlich der Winzerin Stefanie Böheim für die Einladung in ihren Weinkeller. Sie wird uns heute berichten, wie Wein heute hergestellt wird. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Danke, lieber Andreas, für deinen Besuch. Freut uns sehr. Nach der händischen Lese kommen die Trauben zu uns in den Keller, werden hier nochmal selektioniert, möglichst schon gepresst und dürfen dann hier im Weinkeller möglichst lange ruhen und reifen. Wir produzieren am Weingut nicht nur unterschiedliche Rebsorten, sondern produzieren auch Wein auf unterschiedlichen Lagen. Das heißt, es sind unterschiedliche abgegrenzte Weingärten, wie hier zum Beispiel die Riedstuhlwerker oder hier die Riedstixbergen. Im Weinkeller haben wir viel gelernt von der Herstellung des Weines, von der Rebe bis zur Lagerung in den Fässern. Aber wie geht es nun weiter, bis der Wein dann letztendlich in der Flasche landet oder im Glas? Ja, nach zahlreichen Proben der Fässer entscheide ich dann, wann eigentlich der optimale Zeitpunkt ist, den Wein abzufüllen. Und dann darf er auch noch ein bisschen in der Flasche lagern und ein bisschen weiter reifen. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das verkosten. Gerne. Gut, dann beginne ich mal, die Kapsel runterzuschneiden. Und ihr verwendet Korkstoppel. Genau, ausschließlich Naturkork. Mhm. Also keine Press- oder Kunststoffkorken, sondern wirklich hochwertige Naturkorken. Wichtig ist auch immer an einem Korken zum Riechen, weil falls der einen Fehler hat, erkennt man das eigentlich meistens schon am Kork. Wenn man nur den Wein riecht, dann ist es okay. Genau, dann ist es in Ordnung. So, dann schenke ich da mal einen Schluck ein zum Probieren. Dankeschön. Das ist jetzt unser Riedstuhlwerker, unser erster Lagenwein. Und das ist ein Cuvée aus... Entschuldigung, was ist ein Cuvée? Ein Cuvée ist quasi ein Verschnitt von verschiedenen fertigen Weinen. Also die, wie wir hinten im Lager gesehen haben, werden die einzeln in den Fässern gereift und dann erst miteinander verschnitten. Also eine Mischung von verschiedenen Sorten. Genau, richtig. Genau. Okay. Dann zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl. Also wir beginnen und begutachten einmal die Farbe. Dann siehst du diese Schlierenbildung hier, das sagt auch immer schon einiges über den Wein aus. Mhm. Was zum Beispiel? Wie gehaltvoller ist, wie dicht er ist, umso dicker diese, man sagt auch, Kirchenfenster wären und umso schmieriger, umso gehaltvoller ist der Wein. Okay. Dann wird er geschwenkt und dann riechen wir daran. Ja, in der Nase merkt man schon, ganz dunkelbeerig, würzig, diese feinen Holzaromen. Dann lässt man den Wein so ein bisschen über den Gaumen rollen und dann spiegelt er eigentlich das, was man in der Nase schon gehabt hat, wieder. Ist ein sehr körperreicher, kräftiger Rotwein. Ja. Und das ist jetzt Jahrgang 2018, den wir da verkosten. Und ist der Rotwein der, auf den ihr spezialisiert seid? Genau. Also wir sind am Betrieb zwar 50% weiß und 50% rot, aber es ist definitiv der Fokus auf den Rotweinen. Und da kann ich eigentlich für die gesamte Region Carnuntum sprechen und da vor allem auf die Sorten Zweigelt und Blaufränkisch. Also das sind wirklich die... Und woran liegt das jetzt, dass also gerade diese Sorten hier besonders gut gedeihen? Ist es der Boden, das Klima oder die Mischung aus allen? Genau, es ist das ganze Zusammenspiel, das man auch Terroir nennt. Und da passen einfach diese zwei Sorten optimal. Ja. Sehr fein. Kriegt man schon Gusto auf ein schönes Stück Fleisch dazu. Den trinkt ihr zu welchen Speisen? Zu Fleischgerichten in erster Linie? Ja, schon. Passt aber auch, muss man dazu sagen, hervorragend auch zu Pasta. Da geht das auch sehr gut. Alles, was ein bisschen kräftiger und intensiver ist, passt da hervorragend. Und dieser Rotwein ist auch das, dass diese Region unterscheidet, zum Beispiel von der Wachau,
oder Südsteiermark oder genau. Südburgenland oder genau. anderen. Vielleicht im Burgenland gibt es ähnliche, auch wegen des Klimas. Oder gibt es da noch einen Nuanceunterschied? Ja, da gibt es einen Nuanceunterschied, und zwar ist Carnuntum von der Donau her begrenzt, und da gibt es den Mariaelander Wald. Und bei uns gibt es doch immer sehr kühle Winde in der Nacht. Und diese Temperaturunterschiede von Tag und Nacht sind bei uns wesentlich ausgeprägter als im Burgenland. Auch sind die Böden nicht so gehaltvoll und nicht so sandig und ein bisschen kühler, dieser rote Schotter, dieser Donauschotter. Macht die Weine einfach einen Ticken eleganter. Wirklich, das ist interessant. Ja? Welche Weißweinsorten, weil du gesagt hast 50%, welche Weißweinsorten würdest du empfehlen aus dieser Region? Da würde ich vor allem auf die Burgundersorten, also Chardonnay, Weißburgunder setzen und auch den grünen Veltliner, typisch Österreich. Okay, und was wäre zum Beispiel mit dem Muscatella, der Übermuscatella, gibt es den bei euch auch? Den gibt es bei uns auch, aber das ist definitiv kein Wein, wo ein Fokus drauf liegt. Das wird auf einigen Lagen, also in gewissen Weingärten, wird der auch sehr gut, ist aber weitaus nicht so wichtig wie die genannten. Für die Region. Genau, ja, für die Region, richtig. Und wo müsste ich in Österreich zum Beispiel hin, um gelben Muscatella da zu bekommen? Da würde ich die Steiermark dort empfehlen. Dort ist die Steiermark, genau. Okay. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie temperiert man Wein richtig? Den Weißwein eher aus dem Kühlschrank gekühlt, den Rotwein bei Zimmertemperatur, wie handhabt ihr das? Also wir haben im Prinzip beides gekühlt, also so Rotwein auf Zimmertemperatur. Ich glaube, das hat man früher vielleicht bei 18 Grad Zimmertemperatur gemacht, aber das ist jetzt schon von Vorteil, wenn die so 14 bis 16 Grad haben und dann gibt man dem vielleicht ein paar Minuten im Glas, um sich zu erwärmen, und Weißwein natürlich deutlich kühler, wobei man im Sommer auch ein bisschen leichtere Rotweine direkt aus dem Kühlschrank trinken kann. Die Römer kannten den gestützten Weinbau, wie wir ihn heute auch kennen und praktizieren, aber auch den ungestützten. Und noch die Form, Wein an Bäumen hochzuziehen, an Eschen, Pappeln und Erlen. Seit über 2000 Jahren ist der Weinbau ein fixer Bestandteil der Kultur der Menschen, die hier leben.